Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 77: Die liebende Mutter. Fall 994-1509, Lucy Cooper. Der Vorfall ereignete sich im August 1994 in Draycott, Somerset. Der Name des Opfers lautet Rose Cooper. Aussage abgegeben am 15. September 1994. Aufnahme auf Kassette am 4. November 1996. Aufnahme durch Gertrude Robinson. Es gibt eine Fremde, die behauptet, meine Mutter zu sein. Ich weiß nicht, wer sie ist. Alle anderen sagen, dass sie meine Mutter ist und werfen mir alarmierte Blicke zu, wenn ich ihnen sage, dass sie eine Hochstaplerin ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Mutter und ich hatten schon immer unsere Differenzen. Um ehrlich zu sein, haben wir erst in den letzten 5 Jahren wieder richtig angefangen, miteinander zu sprechen. Sie war schon immer eine willensstarke Frau, die nie mit ihrer Meinung hinterm Berg gehalten hat. Und im Laufe meiner Kindheit wurde es immer schlimmer. Nichts, was ich je getan habe, war gut genug. Und jeder Anflug von Stolz auf mich oder meine Leistungen wurde immer durch eine kleine, scharfe Kritik untergraben. Selbst bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen mir etwas so gut gelang, dass ich mir ihr Lob verdient habe, war es immer mit Zweifeln gespickt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit 15 den ersten Platz bei einem schulübergreifenden Leichtathletikwettbewerb belegt habe. Ich hatte 2 Sekunden Vorsprung im 100-Meter-Lauf und alles, was sie dazu sagen konnte, war: Pass auf, dass dir das nicht zu Kopf steigt und dich von deinen Prüfungen ablenkt. Die Situation spitzte sich allerdings erst nach meiner Verlobung mit Lawrence zu. Wir waren während des Studiums immer mal wieder zusammen gewesen und ich hatte genug unangenehme Familienessen miterlebt, um zu wissen, dass meine Mutter ihn nicht mochte. Aber ihre Missbilligung war nichts Neues, also habe ich sie ignoriert. Als er mir nach unserem Abschluss einen Heiratsantrag gemacht hat, ging ich davon aus, dass sie ihn einfach tolerieren würde, wie jeder andere meiner Entscheidungen auch. Ich hatte mich geirrt. Als ich ihr davon erzählte, wurde sie wütend. Nicht die kalte, missbilligende Wut, die ich von ihr gewohnt war, sondern eine echte, schreiende Wut. Sie warf mir vor, ich würde mein Leben wegwerfen, sagte, dass ich es bereuen würde, dass Lawrence ein Taugenicht sei, der mich auf sein Niveau herunterziehen und mich daran hindern würde, etwas zu erreichen. Ich ließ mir das nicht gefallen, und der Streit, den wir an diesem Abend hatten, war das letzte Mal in fast 10 Jahren, dass ich sie gesehen habe. Ich habe versucht, mir einzureden, dass wir einfach 2 unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansichten waren. Aber manchmal mache ich mir Sorgen, dass der Grund, warum wir nie miteinander ausgekommen sind, darin lag, dass wir uns viel zu ähnlich waren. Wir waren beide zum Beispiel viel sturer, als es gut für uns war. Vielleicht bin ich deshalb selbst, nachdem er mich 2-mal betrogen hatte, bei Lawrence geblieben. Es war, als würde ich sie gewinnen lassen, wenn ich zugeben würde, dass ich einen Fehler gemacht habe. Letztendlich verließ ich ihn erst, als er 8 Jahre nach unserer Hochzeit wegen Veruntreuung ins Gefängnis musste. Selbst dann wollte ich nicht mit ihr sprechen. Ich wollte ihr nicht sagen, dass sie recht gehabt hatte. Erst als mein Vater einen Unfall hatte, beschloss ich, es wieder gut zu machen. Mein Vater ist ein sanftmütiger Mann. Bis heute kenne ich nicht seine Gedanken oder Meinungen zu irgendetwas, da sie immer von meiner Mutter unterdrückt wurden. Er war mild und konnte sich nicht durchsetzen und stand immer im Schatten meiner Mutter. Trotzdem habe ich ihn geliebt und als er von einer Leiter stürzte und im Rollstuhl landete, beschloss ich, mich wieder mit meinen Eltern zu versöhnen. Das war nicht leicht. Abgesehen davon, dass ihr Haar ergraut war, hatte sich meine Mutter nicht verändert und die Versöhnung, auf die ich gehofft hatte, kam nie wirklich zustande. Ich verbrachte meine Besuche damit, mir auf die Zunge zu beißen oder mich in boshafte Streitereien zu verwickeln, wann immer ich dazu nicht in der Lage war. Aber ich konnte immer im Gesicht meines Vaters sehen, wie sehr er sich freute, mich zu sehen, wie glücklich er war, unsere kleine Familie wieder beisammen zu haben. Also hielt ich durch. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass sie das auch gesehen hat. Und jedes Mal, wenn er sich mühsam ins Zimmer rollte, gab sie ihr Bestes, um mich nicht zu verärgern. Nach einer Weile hatten wir einen unangenehmen Frieden geschlossen. Es gab auch praktische Probleme. Sie hatten sich in das kleine Dorf Draycott in Somerset zurückgezogen. Und da ich in London lebte und kein Auto besaß, musste ich jedes Mal, wenn ich sie sehen wollte, 2 Züge und eine lange Busfahrt in Kauf nehmen. Aber die Mühe habe ich mir gemacht. Ich habe sogar einen Grund gefunden, öfter dorthin zu fahren.
Ich habe in diesem Sommer freiberuflich für die British Library gearbeitet und mündliche Überlieferungen zu verschiedenen Themen aufgezeichnet und zusammengestellt. Und zufällig war meine Mutter während ihrer Zeit als Akademikerin so etwas wie eine Autorität für englische und walisische Volkskunde. Einer der Gründe, warum sie sich dort zur Ruhe gesetzt haben, war, dass es in dieser Gegend zu viele Mythen und Legenden gab. Also schlug ich ihr vor, für das Projekt einige Aufnahmen von ihr zu machen, in denen sie diese erzählt und bespricht. Sie stimmte zu, aber erst nachdem sie mir gesagt hat, wie sinnlos das Ganze klingen würde. Und dadurch habe ich die beiden in den letzten Monaten mehrmals gesehen. Mein Vater war glücklich, die Aufnahmen, die ich bekam, waren erstaunlich brauchbar und alles schien besser zu werden. Vor 2 Wochen ging ich zu ihnen und jemand anderes öffnete die Tür. Jemand, den ich nicht erkannte. Sie trug die Kleidung meiner Mutter, aber sie hätte ihr nicht passen dürfen. Meine Mutter ist groß, schlank und trägt ihr Haar immer kurz. Aber die Frau, die mir die Tür öffnete, war kleiner, rundlich und ihr lockiges, weißes Haar reichte ihr fast bis zu den Schultern. Ich hatte sie definitiv noch nie zuvor gesehen. Ich fragte, ob meine Eltern zu Hause seien, und sie lachte. Es war ein leises, freudiges Geräusch, das so anders war als alles, was ich in diesem Haus zu hören erwartet hätte, dass ich einen Schritt zurücktreten musste, um meine Gedanken zu ordnen. Mein Vater kam um die Ecke gewogen und grüßte mich, als wäre alles ganz normal. Er stellte sich neben die alte, pummelige Frau, die in der Tür stand, und sah mich lächelnd an. Bei dem Bild wurde mir mulmig zumute. Ich bin mir nicht einmal sicher, warum. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keinen Grund zu glauben, dass diese Person etwas anderes als eine Freundin meiner Eltern war. Aber irgendetwas stimmte nicht. Ich fragte, wo meine Mutter sei, und beide wurden sehr still. Ich wiederholte die Frage mit mehr Nachdruck, und mein Vater blickte verwirrt zu dieser fremden Frau. Sie lächelte traurig, kam auf mich zu und öffnete ihre Arme, um mich zu umarmen. Aber ich schrie sie an, sie solle zurückgehen und verlangte, meine Mutter zu sehen. Das Gesicht meines Vaters verfinsterte sich und er sagte mir, dass mein Witz nicht lustig sei. Mit der größten Entschlossenheit, die ich je von ihm gehört habe, sagte er mir, dass, egal wie wütend ich sei, dies nicht der richtige Weg sei, um damit umzugehen. Ich blickte zurück zu dieser Frau, die mit offenen Armen dastand, und sie lächelte mich an. »Komm, gib deiner Mutter eine Umarmung«, sagte sie. Die 1 oder 2 Stunden danach sind ein bisschen verschwommen. Ich kann mich nur vage daran erinnern, dass ich wie betäubt ins Wohnzimmer geführt wurde, mich auf das Sofa setzte und mir eine Tasse Tee gereicht wurde. Ich versuchte ihn zu trinken, während sie auf mich einredeten, aber er war eiskalt, also muss ich schon lange dort gesessen haben. Ich nickte 1 oder 2 Mal, glaube ich. Mein Vater dachte offensichtlich, ich hätte eine Art Zusammenbruch und redete über alles, was ihm in den Sinn kam, in der Hoffnung, mich zu beruhigen. Die Frau, die nicht meine Mutter war, redete einfach fröhlich, als ob alles in Ordnung wäre. Sie hatte eine freundliche Stimme und ihre Worte waren warm und lieb. Sie war nicht wie meine Mutter! Und ich bekam sehr schnell große Angst. Hatte sie meiner richtigen Mutter etwas angetan und meinen Vater irgendwie davon überzeugt, dass sie sie war? Der Gedanke erschien mir lächerlich. Mein Vater mochte zwar behindert sein, aber sein Verstand war immer noch klar und er hatte nie Anzeichen einer Demenz gezeigt, die es einer Fremden erlaubt hätte, sich als seine Frau auszugeben. War er ihr Gefangener? Vielleicht, aber er schien sich nicht so zu verhalten, als ob irgendetwas nicht in Ordnung wäre. Und wenn das der Fall war, warum sollte er sich die Mühe machen, mich von einer so offensichtlichen Lüge zu überzeugen? Ich entschuldigte mich und ging schnell in den hinteren Garten hinaus. Keiner von beiden versuchte, mich aufzuhalten. Ich sah ein Telefon in der Nähe der Veranda und nahm es in der Absicht, die Polizei zu rufen, als mir etwas ins Auge fiel. Es waren eine Reihe von Fotos an der Wand, die unsere Familie in glücklicheren Zeiten zeigte. Sie hingen schon so lange dort, wie ich mich zurückerinnern konnte, und vermutlich sogar noch länger. Bei meinem ersten Besuch hatte ich sie lange angestarrt und mich in angenehmer Nostalgie an die Tage am Strand oder an den Ausflug nach Hannover erinnert, als ich 8 war. Aber jetzt stand auf jedem dieser Bilder diese neue Frau an der Stelle, an der eigentlich meine Mutter hätte stehen sollen. Sie sah auf diesen Bildern jünger aus, genau wie mein Vater, und auf dem Dutzend Bilder an der Wand konnte ich sehen, wie die Frau mit ihm alt wurde. Diese Fotos konnten auf keinen Fall inszeniert sein und ich erkannte sogar den kleinen Knick an der unteren Ecke des Hannover-Bildes. Ich erinnerte mich, dass ich mich auf der Heimfahrt aus Versehen auf die Bilder gesetzt und die Ecke verbogen hatte. Danach hatte ich eine böse Standpauke bekommen. Und zwar nicht von der freundlichen Betrügerin, die gerade in der Küche Tee machte. Es ergab keinen Sinn. Es ergibt immer noch keinen Sinn. Nach dem Abendessen bestand ich darauf, dass wir die Fotoalben herausholen, wobei ich irgendeinen Unsinn darüber erzählte, alte Erinnerungen aufzufrischen. Mein Vater und die Frau, die nicht meine Mutter war,
waren einverstanden, und so holte ich die Alben heraus und begann sie durchzusehen. Ich muss an diesem Abend weit über 500 Fotos angeschaut haben, und kein einziges stach heraus, und alle zeigten diese Fremde an der Stelle, an der meine Mutter hätte sein sollen. Als ich die Seiten immer hektischer umblätterte, bemerkte ich den Blick auf dem Gesicht dieser neuen Mutter. Er war amüsiert, fast spöttisch, und ich war mir sicher, dass sie es wusste. Wer auch immer diese Frau war, die sich Rose Cooper nannte, sie wusste genauso wie ich, dass es eine Lüge war, und meine Verwirrung und Angst erfreuten sie. Trotzdem war ich völlig ratlos, wie ich das alles erklären sollte. Alle fotografischen Beweise, die ich finden konnte, bestätigten die Behauptung dieser Frau, meine Mutter zu sein. Die Erinnerungen meines Vaters stimmten damit überein, ebenso wie die Erinnerungen der beiden Nachbarn, mit denen ich am nächsten Tag sprechen konnte. Tom Harrison und Joanne Fisher. Beide erzählten mir, dass sie George und Rose Cooper seit ihrem Einzug kannten, und als ich sie bat, Rose zu beschreiben, sagten sie, sie sei mittelgroß, habe ein freundliches, rundes Gesicht und langes, lockiges, weißes Haar. Ich machte sogar einen Spaziergang zur Kirche St. Peter, von der ich wusste, dass meine Mutter sie gelegentlich besuchte, um den Vikar, einen höflichen Mann namens Neil Angus, zu befragen. Er sagte mir das Gleiche wie die anderen, fragte aber nach dem Befinden meiner Mutter. Offenbar war sie in der Woche zuvor vor der Kirche gestürzt, und der Vikar war gekommen, um ihr zu helfen, nachdem er sie schreien gehört hatte. Er wurde ein wenig blass, als er das sagte. Ich fragte ihn nach mehr Details, und er erzählte mir, dass sie zwar in guter Verfassung gewesen war, als er sie erreicht hatte, aber der Schrei sei etwas gewesen, was er noch nie gehört habe. Ich fragte die Frau, die nicht meine Mutter ist, nach ihrem Sturz in der Nähe der Kirche. Sie schaute mir direkt in die Augen, lächelte und sagte, es sei nichts gewesen. Sie habe sich nur ein bisschen komisch gefühlt. Das war es wirklich. Ich bin sofort gegangen, seitdem nicht mehr dort gewesen. Ich habe noch nie an das Übernatürliche geglaubt, aber es scheint mir klar zu sein, dass meine Mutter in der Nähe von St. Peters von irgendetwas angegriffen wurde, das sie umgebracht und sie irgendwie vollständig ersetzt hat. Der einzige Beweis, den ich finden konnte, sind die Aufnahmen, die ich zuvor von ihr gemacht hatte. Auf den Kassetten ist noch ihre richtige Stimme zu hören. Ich habe ein paar, also können Sie eine für Ihre Untersuchungen verwenden. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm die anderen vorspielen. Vielleicht hilft es seinem Gedächtnis auf die Sprünge, oder er wird mich einweisen wollen. Wie auch immer, ich muss es versuchen. Ich dachte immer, ich würde meine Mutter hassen, das tat ich wirklich. Aber jetzt kann ich nicht mehr aufhören, mir diese Kassetten anzuhören, weil ich weiß, dass sie die einzige Möglichkeit sind, ihre Stimme jemals wiederzuhören. Alle, bis auf die Kassette, auf der sie von den alten Mythen über das Feenvolk, den Wechselbelgern, spricht. Ich bin noch nicht bereit, es mir anzuhören. Abschließende Bemerkungen. Unglücklicherweise für Frau Cooper hatte sie keine Gelegenheit mehr, ihren Vater zu überzeugen. George Cooper ist 2 Tage nach dieser Aussage und damit vor ihrem nächsten Besuch an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung durch ein Gasleck gestorben. Es wurden keine weiteren Leichen gefunden, und seitdem gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich jemand als Rose Cooper ausgegeben hat. Aufgrund der Interaktionen und der Wirkung vermute ich, dass es sich um die Kreatur handelt, die Adler Decker in Aussage 9910607 als die Nicht-Sie bezeichnet. Wenn das Verhaltensmuster mit dem übereinstimmt, was er festgestellt hat, dann ist eine weitere Verfolgung dieses Falles sinnlos. Das Ding hat mit der Familie Cooper abgeschlossen und wird sie nicht wieder aufsuchen. Es scheint selten lange am selben Ort oder bei denselben Personen zu bleiben, obwohl es schwer ist, seine Motive zu erraten. Ich persönlich vermute, dass es sich um einen Aspekt des Fremden handelt, aber das ist zu diesem Zeitpunkt nur eine Hypothese. Was mich allerdings verwundert, ist, warum 1 oder 2 Menschen es immer durchschauen können. Die schiere Macht, die es besitzen muss, um scheinbar reflexartig so viel von der Realität umschreiben zu können, ist atemberaubend. Warum werden dann immer ein paar Zeugen übrig gelassen? Zumindest ist es beruhigend zu wissen, dass Magnetbänder anscheinend nicht überschrieben werden können, sodass sie sicher sein können, dass es sich um eine echte Stimme handelt, falls ich ausgetauscht werden sollte. Ausgehend von Deckers Aussage scheinen auch Polaroids relativ sicher zu sein. Darüber hinaus finde ich es tröstlich, dass diese Kreatur sich anscheinend damit zufrieden gibt, sich frei zu bewegen und wahllos Terror zu verbreiten. Ich möchte gar nicht daran denken, welchen Schaden es anrichten könnte, wenn es ein Ziel hätte. Ich habe die Kassette, die Frau Cooper uns zur Verfügung gestellt hat, vorsichtshalber vernichtet. Ich habe kein Interesse daran, die Aufmerksamkeit dieses Dings zu erregen. Ich habe diese Kassette gefunden, als ich die Kisten durchgegangen bin, die Basira mir zur Verfügung gestellt hat.
Sie war mit Wechselbalg, Schwindler beschriftet. Und nach Melanies Ausbruch letzte Woche hielt ich es für eine kluge Idee, mit dieser anzufangen. Es... Ah. Auf den Kassetten, die nach dem Angriff von Prentice verschwunden sind, konnte man Saschas Stimme hören. Ich hätte bisher nicht darüber nachgedacht, bis ich diese Aussage gehört habe. Ich weiß nicht, was das... Ich weiß genau, was das bedeutet. Aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kann es den anderen nicht erzählen. Selbst wenn ich sie dazu bringen könnte, mir zu glauben, würden sie von Gertrudes Kassetten erfahren. Das kann ich nicht riskieren. Ich muss mich selbst darum kümmern. Und das bedeutet, ich brauche mehr Informationen über dieses Ding. Wie es funktioniert, wie es tö... Ich muss wissen, wie ich es aufhalten kann. Ich werde damit anfangen, die Aussage von diesem Adelard Decker aufzuspüren. Ich glaube, die Aussagen aus den 90ern sind inzwischen etwas besser organisiert. Wenn dieses Ding hier ist, wenn Sascha... Ich werde herausfinden, wie man es tötet. Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.